Willkommen zu unserem Unboxing. Bitte sprich unsere Warnung aus. Es kann ja sein, dass das Video unter Umständen lustig wird und deshalb, wenn ihr keinen Spaß versteht, schaltet lieber ab, bevor ihr euch aufregt über uns. Was machen die da für ein scheiß Unboxing? Genau. Okay, wir haben hier. Nein. Wir haben hier ein Tarion 0.4M Stabil R. Schraube ich das in den Antrieb meines Raumschiffs? Ziemlich schwer, aber ich glaube, das ist das falsche Modell. Ne? Ihr habt erfolgreich das falsche Modell bestellt? Ja, das ist falsch. Genau, ich hab gedacht, wir packen es trotzdem aus. Wenn wir es schon mal da haben, packen wir es trotzdem aus, schicken es natürlich wieder zurück. Wow, er hat es wieder verklebt. Oder? Oder was? Nein, das war ich nicht. Okay. Wow, sogar mit Tasche. Schick. Ja. Oh. Oh, es gibt Carbon. CD! Hier gibt's noch mal eine Treiber-CD! Benutzt kein Mensch mehr. Was denn? China. Das ist sicher irgendeine CD, die Funktionsweise. Das sind die neuen Hanteln, das neue Modell. Also im Endeffekt, wenn da eine Kamera drauf ist, versucht man das hier so zu tarieren, dass es hier quasi, wenn man hier hält, dass es hier so quasi gerade steht und dann kann man hier ohne irgendwelche Verwacklungen hier durch den Raum gleiten und die Kamera fliegt quasi durch den Raum, ohne dass da irgendwelche Erschütterungen drin sind. Also. Und das nennt sich eine Gleitcam im Endeffekt oder halt wie Videostabilisator oder irgendwie sowas in der Art, steht da glaube ich dran. Okay. Und das Ding hier ist aus Carbon. Jetzt verstehe ich auch, warum da so ein Mordsgegengewicht drin ist. Richtig. Mit dem Ding, kommen wirklich keine Verwackler rein. Ich meine, Ding wackelt ja wie ein Kuhschwanz. Ja, weil das falsch eingestellt ist. Da ist er noch gar nichts eingestellt. Da musst du noch mit Gewichten rumhantieren. Bei einem großen Modell, das sind da sogar jeweils auf jeder Seite zwei Gewichte oder drei Gewichte dran. Das wird schon, muss man schon ein bisschen dran rumspielen. Auf jeden Fall gibt es da noch die Probe zum Schluss. Da machst du die Kamera unten ran und das muss hier quasi so halten. Okay. Wenn das funktioniert, dann ist richtig eingestellt. Dann stimmt es und dann kann man hier. Dann kann man mit der Kamera drunter filmen. Richtig. Na? Ja, auf jeden Fall kann man dann hier so. Das fliegt dann quasi hier so. Cool. Ja. Weil du halt hier dieses Kugelgelenk hier quasi hast und das wirkt sich ja dann im Endeffekt nicht wirklich. Ja, das ist ein bisschen besser als auf dem Stativ, weil hier hast du halt schon deine Ruckler, wenn ich mal ein bisschen. Ja. Nach unten ziehen. Aber es ist im Endeffekt für so Fahrten, in Anführungszeichen, für so, wenn wir irgendwie durch, also speziell ist eher für die Gamescom, wenn wir da irgendwie durch den Gang durchlaufen, dass wir die Kamera da, dann können wir hier so durchlaufen, ohne dass da wirklich eine Verwacklung drin ist. Das ist halt so Sinn der Sache. Und das kann man hier halt auch auf der Länge hier, kann man das ja so einstellen, wo die Kamera ungefähr sein soll. Also ganz cooles Ding auf jeden Fall, und so teuer war es auch nicht. Es ist keine Original Glidecam 2000 oder so. Euro. Die kostet normalerweise, ich glaube, so 400-500 €. Aber das hier ist so ein günstiges Modell, aber macht das trotzdem Modell einen ganz hochwertigen Eindruck, muss ich sagen, auf den ersten. 75 € hat das Modell. Ich weiß zwar nicht, wofür die Tasche ist, aber ich finde es cool, dass deine dabei ist. Ja, dass du sie reinpacken kannst. Ist das bei unserem Ding auch dabei, bei unserem großen? Ja. Cool. Läuft. Gut, packen wir es wieder ein, schicken wir es zurück. Also, wir bedanken uns für dieses Chaos. Genau. Es freut uns, dass ihr dieses Chaos angeschaut habt. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss hoffentlich. Und ja. Ich finde es toll, wie die Kamera die Priorität immer auf dein Auge legt. Ist doch gut. Ach, jetzt ist auf einmal sein Auge. Ja. Ja, immerhin besser, als wenn die Nase fokussiert wird. Es ist doch gut. So, im Endeffekt schon wieder eingepackt, Klebeband drüber, fertig. Wir sind auch fertig und sagen Adios. Tschüss. Ciao.